Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Recovery Guide. Denkst du beim Thema Kreuzheben an Rückengesundheit? Die meisten tun das nicht. Kreuzheben ist sehr, sehr verpönt, wenn es um das Thema Rückengesundheit geht. Dabei möchte ich dir aber heute eine Variante zeigen vom Kreuzheben, mit dem du deinem Rücken einen echten Gefallen tun kannst, mit dem du deine Rückengesundheit wirklich fördern kannst und bei akuten Verspannungen genau jetzt gegensteuern kannst. Das Video teilt sich in zwei Bereiche. Im ersten Teil zeige ich dir die Übung selbst. Die Übung heißt einarmiges rumänisches Kreuzheben, nicht einbeiniges, einarmiges. Was es damit auf sich hat, das zeige ich dir gleich im technischen Teil. Und im zweiten Teil gehe ich so ein bisschen darauf ein, warum die Übung funktioniert oder funktionieren kann. Und ich gebe dir noch ein bisschen drumherum Informationen. Das heißt, wenn du regelmäßig unter Rückenschmerzen leidest, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Kurz zum Setup vom einarmigen rumänischen Kreuzheben. Beim Stand achten wir auf einen Hüft- bis Schulterbreiten Stand mit einer Mini-V-Stellung, sprich ganz leicht die Füße nach außen. Das reicht schon. Dann nehme ich in einer Hand eben die Hantel, als Tipp eben auf der Seite, wo der Schmerz ist, stelle mich aufrecht hin, arbeite sehr, sehr bewusst mit dem Brustbein, bringe es also nach oben raus, nicht übertrieben, also ich mache nicht den Hohlkreuz-Typen, sondern ich bringe das Brustbein bewusst raus, habe aber auch ein bisschen Bauchspannung, dann ist die Lendenwirbelsäule komplett in Ordnung und dann geht es einmal tief. Wichtigster Hinweis hierbei, mein Unterschenkel steht senkrecht zum Boden. Ich bin also nicht hier, ich bin auch nicht weiter hinten, sondern er steht senkrecht zum Boden. Wenn das jetzt am Anfang auch mal in diese Richtung so ein bisschen geht, wie es bei vielen auch sein könnte, ist das kein Beinbruch. Aber bitte versuch, weil es eben hier um rumänisches Kreuzheben geht, den Unterschenkel senkrecht zum Boden zu lassen. Der wichtigste Impuls bei der Abwärtsbewegung ist, dass ich mein Brustbein leicht zum Boden drücke. Also ich stehe, komme tief und lasse mein Brustbein aber draußen. Tue ich das nicht, sieht das direkt so aus. Ja, das heißt, die Brustwirbelsäule ist der Impuls und Taktgeber für die komplette Streckung der Wirbelsäule. Damit kann ich arbeiten. Und ganz wichtig nochmal hier, nicht übertreiben. Gerade wenn du Verspannung hast. Wenn ich zu viel Spannung reinbringe, dann unterhalte ich ja eine Verspannung. Also sei da so ein bisschen wie ein Indianer, such dir die Spannung, die es braucht, damit es sich gut anfühlt. Wie lange sollst du das Ganze machen? Wie viele Wiederholungen macht man da jetzt? Tatsächlich geht man hier nach dem eigenen Körpergefühl vor. Ich empfehle mal sowas zwischen 10 und 20 Wiederholungen zu machen. Es geht ja nicht darum, hier einen neuen Muskelaufbaureiz zu setzen, sondern es geht darum, einen Reiz zu setzen, dass der Rücken sich besser anfühlt. Und dort ist es eben wichtig, dass man das Ganze nicht übertreibt. Grundsätzlich empfehle ich, es eben auf der Seite zu machen, wo auch der Schmerz ist. Wer kennt das nicht? Hey, meine rechte Seite tut ein bisschen mehr weh als die linke Seite. In dem Fall würde ich die Hantel erstmal auf die rechte Seite nehmen. Das muss man aber auch nicht wie ein Dogma verfolgen. Man kann auch mal schauen, was passiert, wenn man das Ganze auf die linke Seite nimmt. Man kann diese Übung super gut ins Warm-up integrieren. Ich denke, dort ist sie auch mit am besten aufgehoben oder eben bei akuten Rückenschmerzen. Mehr zum Thema Schmerzreduktion kannst du dir auf meinem Instagram-Kanal abholen. Und zwar gib einfach mal ein hack-lukas oder schau in der Videobeschreibung nach. Da bin ich einmal verlinkt. Ich würde mich sehr freuen, denn da gehe ich noch etwas mehr in die Tiefe. Zum Abschluss möchte ich dir noch mal ein paar Informationen geben, warum diese Übung bei dir oder auch bei anderen, die du damit anleitest, funktioniert. Kann. Und zwar haben wir erstmal eine antirotatorische Wirkung. Wenn ich in einer Hand die Hantel habe und hier tief gehe, muss diese Seite gegenstabilisieren. Dadurch haben wir einen wunderschönen Antirotationseffekt. Und viele Leute, die jetzt total auf Biomechanik stehen, die würden auch sagen, jo, das ist der Effekt, wir brauchen Antirotation, da bearbeitet der Bauch, da bearbeitet der Rücken. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit, das ist nur ein Teil des Kuchens, denn es passiert noch wesentlich mehr. Gerade diese Übung hat es in sich, dass sie aus Versehen sogar Spaß machen kann, eine Herausforderung darstellt, etwas, was man schon kennt, aber doch irgendwie anders ist. Alleine das kann ausreichen, deine Wahrnehmung zu verändern. Und Schmerz hat immer ganz, ganz viel auch mit dem Gehirn zu tun, denn Schmerzen entstehen im Gehirn und nicht im Muskel. Das muss einem immer klar sein. Deswegen Übungen, die aus Versehen mal wirklich Spaß machen können, haben eine hohe Relevanz. Und deswegen ist das wirklich eine meiner persönlichen Lieblingsübungen, die ich gerne eben bei Rückenschmerzen einsetze. Wenn dir die Übung gefallen hat, dann schreib es gerne mal in die Kommentare. Wenn du eigene Ideen hast zu coolen Übungen, die aus Versehen auch mal Spaß machen können und die eben bei Schmerzen besonders gut wirken, auch gerne in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns über einen Daumen hoch. Wir freuen uns über ein Abo. Und an dieser Stelle sage ich Cheers. Und bis bald.